Viele Verbraucher sind verunsichert. Kalbsleberwurst mit Schweinefleisch, Erdbeerquark ohne Erdbeeren. Und es gibt viele andere Beispiele, die wir täglich in unseren Regalen antreffen. Die Verbraucher fühlen sich getäuscht. Und deshalb setzen wir uns ein für eine Reform der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Wir wollen, dass draufsteht, was drin ist, damit der Verbraucher auch weiß, woran er dran ist. Und diese Reform brauchen wir eher heute als morgen.